So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Das Bild sollte dann da sein, dann klappt es im Moment relativ schnell mit der Verbindung. So sollte es auch sein. Heute könnte es ein ganz heißer Tanz werden im DAX. Denn aktuell stehen wir vorbörslich genau bei 9600 Punkten. Da ich jetzt den DAX auch schon angesprochen habe, dann schauen wir doch auch gleich drauf. Also hier ist eine, ja, doch eine sehr spekulative Kaufzone hier ausgemacht worden am Wochenende, die sich von der Oberkante ja 9640 bis eben 9590 erstreckt. Also hier könnten Umkehrsignale eben dazu führen, dass eben eine größere Gegenbewegung eingeleitet wird. Und vorbörslich, ja im Future-Handel, würden jetzt genau die 9590 bzw. jetzt im Future halt die 88 erreicht, bzw. 87 im Hauptfuture, im DAX Mini waren es dann eben 9588, was dann eine Indikation eben genau bei 9590 entspricht. Also hier kann sich eben was anbahnen, sozusagen Rebound-Tag. Allerdings, um das jetzt hier auch zu traden, kann man, wie jetzt gestern, eben auch echt ein komplettes antizyklisches Limit einfach einsetzen und einen relativ weiten Stopp, der jetzt hier rund 130 Punkte entfernt ist einfach. Aber das ist jetzt auch wirklich nur der Anfangsstopp. Wenn sich jetzt hier halt, sage ich mal, ja, kann sich auch noch bis 9550 eben ausdehnen, schnellen Abverkauf in der ersten halben Stunde, vielleicht auch Stunde, also zwischen 9 und 10 Uhr. Und dann sollte es eben eine Rebound-Bewegung geben. Deswegen, man kann auch die erste halbe Stunde abwarten, dann schauen, wo eben der DAX steht. Und dann vielleicht, ja, ist dann auch nicht natürlich nicht hundertprozentig sicher, dass es 9.30 Uhr tief etwa oder 9.10 Uhr, 9.20 Uhr, wo halt in der ersten Viertelstunde ein Tief ausgebildet wird, dass das eben auch hält. Aber hier kann man dann den Stopp enger an den Markt setzen. Oder jetzt, wie gesagt, etwas weiter, denn Kurspotenzial hat es ja mindestens der DAX um, wenn nicht sogar eben gleich um die 9800 Punkte vorzudringen oder eben rund 100 Punkte eben anzusteigen. Deswegen darf da schon am Anfang ein größerer Stopp sein. Wie gesagt, man will ja auch da nicht im Tief womöglich dann ausgestoppt werden. Das ist jetzt eben eine Dings. Und sonst, wenn sich was ergeben sollte, dann melde ich mich im Stream und sollte ich eben am Rechner sein. Zu den Japanern oder asiatischen Märkten. Hier fehlt jetzt leider eben eine Kerze von gestern. Der Nikkei ist jetzt hier drunter gefallen, aber ja, richtige Abwärtsdynamik und beziehungsweise eben auch im Währungspaar kam jetzt heute nicht mehr auf. Hier kann ja auch nur jetzt hier das Gap Close noch möglich oder war eben vielleicht bei den Anlegern, Marktteilnehmern auf dem Plan und ja, ging halt hier kurz runter. Also das ist jetzt hier nicht, was ich jetzt wirklich traden würde, hier den Short im Nikkei. Denn der Hang Seng hat hier jetzt keine größeren Kursverluste mehr verbuchen müssen und kann sich hier eben halten, wie jetzt gestern auch eingezeichnet, kann sich diese Welle eben vorher ausgedehnt haben und jetzt hier eben mit der Korrektur was eine ganz normale Korrektur darstellen könnte, um dann nach oben zu drehen. Im Nasdaq und im Dow Jones, Nasdaq hat jetzt hier die Oberkante komplett und die Unterkante des Rainbows erreicht, was auch noch im Gespräch war, eben seitdem hier das Kursziel erreicht worden ist. Aber gab es jetzt hier auch noch keine weiteren Pfeile nach oben, weil ich hier auch das erstmal abwarten will. Im Dow Jones im Prinzip das Gleiche. Hier gibt es jetzt hier bei 17.700 Punkten rund und 17.660 noch die letzten Tiefs und hier eine horizontale Unterstützung. Also hier eben im Prinzip abwarten. Darf sich auch nach unten
die Kerze eben ausdehnen. Wenn es dann, sage ich mal, eine Hammerkerze sich ausbildet, dann kann das hier ein Tief eben sein. Zu Südzucker kurz, ja, das Gap kurz geschlossen. Da wartet man weiter auf ein weiteres Tief bei Hypoport. Ja, kann man spekulativ schon auf ein Gap Close setzen. Allerdings wäre hier unten, wäre es mir lieber, die würde jetzt hier nochmal runterfallen. Entweder auch dann direkt und dann nochmal so hoch und dann nochmal ein Tief. Also hier gibt es unterschiedliche Varianten. Aber ich denke, hier wird die nicht mehr groß unter die 70 Euro Marke fallen. WTI kommt jetzt hier an den, nochmal an den Aufwärtstrend an, an den steilen. Denk mal, wenn hier der Bruch eben auf Tagesbasis dann passiert, bislang passt es ja so, dann dürfte es direkt an die Region von 46,50 gehen, ja, wenn diese steile Trendlinie gebrochen wird auf Tagesbasis. Sowieso dieses Level bei 48,35 eben auch dabei erwischt wird. Bei Brent, da gibt es andere Trendlinien, ja. Sieht man auch, wurde, glaube ich, eine Anpassung jetzt gemacht. Der bleibt hier überhalb und fällt das, dürfte es hier eben steil nach unten fallen. So, da haben wir, hätte man dieses, diese Seite, hier ist der DAX, ja, der Euro, eben der japanische Yen, fällt nochmal runter. Das ist jetzt hier der Wochenchart. Tageschart war gestern ja der Tag noch nicht ganz um, als das Video war, war eben keine ganz mustergültige Hammerkerze. Jetzt wird hier nochmal das Tief angelaufen, deswegen hier kann es eben jetzt am Vormittag, darf es der DAX und wie auch gesagt das Währungspaar nochmal unter Druck kommen, aber auf Wochensicht sollte dieser diese Unterstützung halten. Euro, japanischen Yen, schauen wir kurz drauf. Größere Verkaufsdynamik im Moment nicht, trifft hier ein neues Tief, deswegen auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Beim australischen Yen, neuseeländischen Dollar, australischen Dollar, neuseeländischer Dollar ist jetzt exaktes Währungspaar am an der Rainbow Unterkante abgeprallt, auch mal wieder sehr, ja, typisch. Allerdings hier, ja, muss ein Tagesschluss und über dieser Marke sein, um womöglich dieses Kursziel dann zu aktivieren. Bislang ist es jetzt eben nichts Dynamisches. Das war's, danke und ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Bis später.